Hallo, schön, dass ihr da seid, dass ihr wieder da seid, dass ihr immer noch einschaltet zu Dark Souls, obwohl ich immer noch an diesem Gegner hänge. Aber es hat sich etwas ergeben. Also, und naja, damit muss ich jetzt eigentlich. Es kristallisiert sich einfach heraus, dass umso mehr Leute die Videos entdecken, natürlich auch umso mehr Spoiler passieren oder Backseat Gaming passiert. Deswegen wird es jetzt am Anfang jeder was zum. Was war das? Oh mein Gott, ich bin nicht offline. Okay, Moment. Entschuldigung. Also nochmal. Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich muss am Anfang jeder Aufnahme, muss ich es wohl sagen, bitte in die Kommentare keine Spielinfos. Mir ist absolut klar, dass das nicht richtig funktionieren wird, wenn man sowas live und auf YouTube macht. Es gibt immer irgendwen. Aber versucht euch doch bitte zurückzuhalten. So lange wie möglich. Haltet es aus, guckt euch diesen Grauen an. Guckt euch das Grauen an und haltet euch mit Backseat Gaming und ähnlichen Kommentaren ein wenig zurück. Jetzt ist es folgendermaßen. Ich brauche ein paar Seelen. Es gab nämlich Backseat Gaming und ich kann dieses Backseat Gaming dann nicht ignorieren. Wo kriege ich ein paar Seelchen her? Hier vielleicht. Wobei, hier sind diese dreckigen Wilden. Aber warte mal, hier habe ich auch noch nicht nach mehr Loot geschaut, wegen. So, hier spawnt jetzt gleich die Lady. Yep. Aua. Ich brauche nur ein paar wenige Seelen, bitte. Ich weiß nicht, wie viele ich brauchen werde, aber ein paar werde ich brauchen. Kommen die vielleicht zu mir irgendwie? Nee, nicht so richtig, ne? Es ist Backseat Gaming passiert. No, Scheiße. Ah, in die Starren rein ausgewichen. Ah. Guter Start für Dark Souls 2 hier. Wo ist der Eingang hierzu?
Wie weg. Oh nee. Ah. Scheißzeug. Na bitte. Ich hoffe, das reicht. Wobei ich jetzt auch kurz gucken könnte. Ist hier irgendwie eine Tür? Nee. Fuck off, Mann. Warum muss der auch noch diese dämlichen Feuerdinger am Rand haben? Das geht schon wieder. Ach, es ist so rigged, ey. Ich will nur das, ich will nur mein Loot haben. Danke. Mehr will ich gar nicht. Ja, das reicht. Komm, 6000 Seelen werden wohl hoffentlich reichen. Es wäre irgendwie spannend zu wissen, wie ich hier hinkomme, aber ich könnte mal schauen, ob hier noch irgendwas war, dass ich hier nach unten irgendwie durch einen Eingang komme. Hier. Mit dem. Aber das ist zu weit unten, glaube ich. Da hinten bin ich, glaube ich, noch nicht reingegangen. Mal schauen. Ja, was gebackseat-gamed wurde, das erfahrt ihr dann. Die ist verschlossen. War ich hier reingegangen? Ich weiß es gar nicht, ob ich hier war. Dämliche Feuerscheiße, Mann. War ich hier? Nee, hier war ich noch nicht. Und hier sind zwei Keulenboys. Oh, ist das bescheuert, ey. Komm, geht mal in diese Flammen rein oder so, das wäre nice. Gut, einen erwischt. Hier sind nochmal zwei. Du glaubst es ja nicht. Ich will nur den Loot da haben. Alter, die
die Reichweite von denen ist auch einfach so am Arsch, ey. Oh ja, klar. Ja, logisch. Scheiß Drecksfeuer. Beschissene Bekackgegner, ey. Mann. Titanitbrocken. Oh Gott, ich bin schwer. Oh Gott, ich bin schwer. Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Immer noch schwer. Aber relativ knapp, oder? Hä, das gibt's doch gar nicht. Warum bin ich so schwer? Was macht nochmal der Vogelring? Blocken mit Schild, den brauche ich nicht mehr. Das ist schon der leichteste Helm, ne? Ne, hier, das ist noch leichter. Das ist noch relativ schwer. Aber da bin ich schon... Leichter geht nicht. Handschuhe vielleicht? Die müssten doch noch... Da müsste es doch noch leichtere geben, oder? Da 1,0. Jetzt bin ich auf 70,1. Oh, dann zieh ich sie einfach aus, ey. Das ist mir doch jetzt... Jungs, ich will den Loot hier haben. Könnt ihr euch vielleicht irgendwie gegenseitig in die Flammen reindrücken? Das wäre mega nice. Und ins Feuer, ne? Von ihm ausgewichen. Es ist so blöde. Ja, geh ins Feuer, geh ins Feuer. Komm, geh ins Feuer. Ja, mit einem Hit. Ich will doch nur den scheiß Loot da haben. Du kannst auch... Also, das Spiel ist einfach... Es pisst mich schon... Einfach bei der erste Encounter mit Gegnern pisst mich schon an, ey, ne? Das, also, muss man auch erstmal schaffen. Der erste richtige Encounter mit irgendwelchen Gegnern pisst mich schon hart an. Hallo? Große Seele. Skeptikergewürz. Turmschlüssel, okay. Ja, Rolle will er auch nicht. Und jetzt kriege ich natürlich wieder von zwei Leuten.
Kohleartiges Harz, glitzerndes Titanit und verwelktes irgendwas. Okay, alles Crap-Loot. Alles Crap-Loot. Außer der Turmschlüssel. Vielleicht war der nützlich. So, dann hole ich jetzt die Seelen schnell wieder, damit ich die hab. Und ich müsste ja jetzt in diese Tür da unten reinkommen. Wahrscheinlich ist dafür der Turmschlüssel. Hier in die da. Aber erstmal die Seelen holen. Weil die brauche ich. Die brauche ich. So, jetzt könnte diese Tür mich zu dem Loot führen, der da oben noch rumlag. Weiß ich nicht. Das ist immer noch nicht das Backseat Gaming, das passiert ist, was ich hier gerade tue. Okay. Dämmerungskraut. Alter, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Da kriegst du einen Schlüssel und denkst, jawohl, hier gibt's jetzt geilen Loot. Ja, gucken wir mal da runter noch. Okay, es ist noch nicht vorbei. Es geht hier noch ein bisschen weiter. Eisenkorridor. Okay, lol. So, wenn ich da runterhüpfe, komme ich nicht mehr raus. Aber guck mal, hier ist nochmal so ein Bereich mit Gedöns. Was mache ich jetzt zuerst? Ja, eigentlich hier gibt es ja keine Gegner. Das ist ja hier so Gedönse, wo jetzt gleich so ein Schrein kommt oder irgendwas. Wo bin ich hier? Oh oh. Die gehen doch 100% gleich auf, diese Türen. Da sitzt so eine Echse. Okay, seltsam. Aha, der Schalter macht das alles auf da vorne. Ist jetzt doof? Nee, ich hab doch was. Also, ja, benutzen, jawohl. Ja, genau, ich bitte darum, hört mit diesem Backseat Gaming in den Kommentaren auf. Bitte, 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 bitte. Weil wir kommen jetzt dazu. Es wurde in den Kommentaren gesagt, in Majula gibt es einen Händler, der verkauft einen Helm. Damit komme ich sofort in Phase 2 des Staubritters. Gut gemacht. Der hier vielleicht? Lol, da oben ist offen. Ein Helm. Standardhelm. Falknerhelm. Okay, bei dem nicht. Well, I... Hier ist er offen. Achso, da war ich wohl schon. Okay. Habe ich wohl schon entdeckt gehabt. Was ist mit dir? Come to see Owl Gilligan. Diebesmaske.
als Rüstung recht unbrauchbar. Eine vollständige Gesichtsmaske. Weiß ich nicht, ob das das ist. Don't waste my time. Vielleicht finde ich es auch einfach gar nicht. Kann ich hier mittlerweile aufmachen? Immer noch verschlossen. Bei der Katze gab es ja keine Helme, oder? Ich glaube, die Katze hatte keine Helme für mich. Doch, sie hat Flugkatzenstiefel. What? Verringert auch nochmal den Fallschaden. Ach, ist ja witzig. Ha. Hätte ich mal vorher wissen sollen. Was ist das für ein Ring? Leichtere Verbindung mit Spielern mit demselben Gott. Und Feinden leichter entdeckt werden. Na gut. Also, wenn ich den Händler natürlich hier noch nicht habe. Der verkauft auch nichts in der Richtung. Ja, dann habe ich den Händler einfach nicht, der da in den Kommentaren gebackseat-gamed wurde. Und... oder sie vielleicht. Hello again. Nee. Was ist das? Feuersamen. Zaubergedöns. Be safe. Du hattest ja nichts für mich hier oben. Du hast bloß gejammert, ne? Des blauen Pfades leisten. Ach, guck mal an. Okay, nee, nee. Sollen wir mal gucken? Sollen wir mal schauen, wie oft ich draufgegangen bin? Aktuell. Ja, ist ja gut. 898, ja, es ist noch nicht so viel. Ja, ich glaube, diesen Händler, der da in den Kommentaren erwähnt wurde, den habe ich einfach nicht. Dann ist eh Wayne. Dann hat sich's ziemlich erledigt, tatsächlich. Jetzt bin ich aber neugierig, was ich da gefunden habe. Den Eisenkorridor. Nun, dann schauen wir uns das doch mal an, was hier los ist. Ja, ja, war schon klar, dass ihr jetzt alle rauskommt, ne? Ja, na. Weinerei. Nun gut, der Weg ist nicht sonderlich weit. Schnell wieder rein hier. Hey, hier geht ja noch ein Weg ab. Ha. Huh. Hallo? Oh Gott. Hinten ist wieder so ein hässlicher Brutzler, no! Warum bin ich zu schwer? Ey! Du bist ja ein anders harter Brutzler. Warum bin ich so langsam?
Nee, hör mal mit der Brutzelei auf. Oh oh, da steht ja einer. Puh. Oh Gott, was ist das hier? Oh. Okay, wisst ihr was? Nee, ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie lang muss. Nee, 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 nee. Nein, danke. Das ist mir, das ist, nee, nö, nö. Oh Gott. Komm, einen Versuch machen wir hier noch. Diesmal wieder, diesmal nicht links durch den Gang, sondern hier oben entlang. Machen wir hier mal auf. Ja, genau. Es ist so. Oh. Geigen, ey. Ja. Er trifft mich halt. Er trifft mich auch. So. Hier was drin? Nö. Hier was drin? Nö. Hier was drin? Nö. Hier was drin? Nö. Hier was drin? Ja. Titanitscherbe. 7 Stück. Wow, okay. Vorhin hat doch der da hinten Feuer gespuckt. Wieso ist jetzt, war ich nicht schnell genug da durch, oder wie? Will ich mich da durchkämpfen oder probiere ich den Boss? Eigentlich will ich den Boss probieren. Eigentlich will ich ja weiterkommen in dem Spiel und nicht jetzt wieder auf irgendwelchen Abwegen unterwegs sein, auf denen ich nicht mal weiß, ob da am Ende das Fortschritt wartet oder ob das nur so ein Nebenquest-Ding ist. Und ich habe das Gefühl, dass ich den Boss machen muss für Fortschritt. Ach so, und jetzt haben wir natürlich, jetzt will ich den einen Ring haben. Irgendwie so.
Bastje. Bastje, Bastje. Reicht es vielleicht auch, wenn ich einfach den Boss kill, den König kill? Das war jetzt eher nicht so geil. Was kann ich hier tun? Fuck. Dieser eine Stich, dass der so viel Schaden macht in der zweiten Phase, ist einfach so erbärmlich, ey. Oh Mann. Ich hatte gerade so ein schönes, gutes Gefühl. Moment. Probier's nochmal mit ein bisschen Menschlichkeit. Wie einen dieses Rufsymbol immer so anlächelt, ne? Los, nimm mich! Benutz mich! Nein! Hier wird nicht gecheatet. Easy Mode ist was für Anfänger. Für Noobs!
Alter. Wenn man hat halt... dass er dann so ein Timing hat, dass wenn man getroffen wird, aus Balance kommt, dass man dann auch nicht mehr in die Balance reinkommt, ist einfach... unnötig, unfair gegenüber dem Spieler. Keine Ahnung, was die Leute geritten hat bei der Entwicklung dieses Spiels, ey. Ah. Oh, okay, alles klar. Da wird nochmal eine Instant-Jonglage rausgefeuert. Hallo, Niki, grüß dich. Oh. Entschuldigung. So. Zum Glück ist das nicht mitten im Bosskampf passiert. Das wäre mies gewesen. Extra gewartet. Okay. Dankeschön. Wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Ja, da wollte ich's gerade wissen. Zu greedy. Zu greedy. Ich hänge immer noch an diesem Boss, ja, ja. Ich habe Backseat Gaming aus den YouTube-Kommentaren erhalten, aber das kann ich gar nicht umsetzen. Ich habe den Händler nicht. Irgendwo gibt es einen Helm, bei dem direkt die zweite Phase getriggert wird bei dem Boss. Habe ich nicht den Händler, soweit ich das abschätzen kann. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen, aber eigentlich denke ich... Lucky. Oh oh. Fuck. Keine Ausdauer. Na oh, ah, diese Dinger, ne? Die sind so nervig. Das hast du noch nicht gehört oder gesehen, sicher, dass du nicht getrollt wurdest? Ich habe kurz geguckt, ob ich sowas in der Richtung kaufen kann und... Ich habe eine Maske gefunden, an bei der steht dran, verdeckt das Gesicht, ist nicht als Rüstung geeignet. Hab's aber nicht ausprobiert, die zu kaufen. Wäre günstig gewesen, hätte ich eigentlich machen können, bloß zum Gucken. Aber du, keine Ahnung. Gab's nicht, ich habe kurz geschaut. Vorstellen kann ich's mir schon. Warte mal kurz.
Okay. Seltsam. Mir fehlen zwei Händler in Majula. Ja, das kann schon sein. Shit. Ich habe noch eine Idee, wie ich einen bekomme. Ich habe doch den Körper von dem einen Typen gekillt. Fuck off, ey. Ah, ich wollte wieder zu viel. No. Scheiße. No, 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 no. No, 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 no. Das war echt gut, Dankeschön. Vielen Dank für die Blumen. Ja, aber soweit war ich ja schon immer wieder mal. Nein, ach Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du hast es auf YouTube gesehen. Cool, freut mich. Sehr cool, dass die Sachen geguckt werden. Das freut mich wirklich sehr. Oh ja, 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 ja. Was ist jetzt mit dir los, hm? Was ist jetzt mit dir los?
Ach so, das Schadensknie wieder. Wir kennen es. Wir lieben es nicht. Solche Internetprobleme gehabt. Oh, was habe ich jetzt getan? Das war dumm. Ich wollte eigentlich draufhauen. So. Mist. Das wäre eigentlich ein Ausweichen gewesen. Ich krieg gerade keinen Schaden unter. Oh oh. Scheiße, Mann. Ach, komm, ey. Das ist doch schon wieder so eine bescheuerte Runde hier. Immer in den falschen Momenten irgendwelche Dinge tun hier. Ich hab nur noch 3 Flakons, 2. Jetzt machst du eh gleich deine Phase 2, ne? Ja, fuck. Zu spät B gedrückt. Durchgeschmortes Kabel im Flur unter der Fußleiste. Oha. Und von der Leitung vom... Okay, krass. Das ist nicht ohne, ey. Will man nicht haben. Da hat dann aber was mit der Sicherung auch nicht ganz gestimmt oder so. Da ist es, also wenn Kabel durchschmoren, das stimmt schon, das stimmt irgendwie mehr nicht. Oder hast du ein Balkonkraftwerk, so eine Solaranlage für die Steckdose oder sowas? Weil die können auch dafür sorgen, dass... Aber eigentlich sollte ein Internetkabel, weil der von der Telekom macht ja Internet, der hat ja nichts mit dem Strom zu tun. Also, es wundert mich doch sehr, dass dein Internetkabel durchgeschmort ist. Das sind Niederspannungen, da laufen ja keine fetten Volt durch, das... Da kann normalerweise nichts durchschmoren. Verrückt. Sachen gibt's, ey. Da habe ich auf jeden Fall rechtzeitig mein Schild gedrückt, aber aus irgendeinem Grund war die Eingabe wieder zu spät fürs Spiel anscheinend. Ich habe so das Timing nicht raus, wenn der... Ah, das war jetzt dumm wahrscheinlich. Nee, es geht noch. Boah. Ah, ich bin zu spät. Fuck.
Das Holz war schon angekohlt. Ach du Scheiße. Das muss ja dann Strom gewesen sein, weil... Also eine Telefonleitung, ein Klingeldraht oder so, das schmort dir nicht an. Niemals. Abgefahrene Nummer, ey. Sachen gibt's. Ah, fuck. Ich habe gerade noch überlegt, was macht er denn jetzt? Nein, warum? Es sieht so anders aus. Ich hätte einfach nach links ausweichen müssen. Na dann, Glück gehabt, würde ich sagen. Glück im Unglück nennt man das dann wohl. Ah, jetzt. Fuck. Okay. Na, er macht's nochmal. Oh. Dann macht er ewig lang diese Rückhand nicht, ne? X-mal hintereinander, nie die Rückhand gekommen. Und in diesem Run, in diesem Versuch einfach 4, 5 Mal. Okay, konnte sich der Techniker auch nicht erklären. Dann würde ich aber mal gucken, ob auf dieser Leitung nicht irgendwie eine Spannung liegt. Aber das muss der ja geprüft haben, der Techniker dann. Das muss der ja geprüft haben. Du kannst ja nicht... Ich habe zu spät gesoffen, aber es reicht noch. Komm jetzt her. Du Drecksau. Fuck. Ja, aber nur weil es neu verkabelt ist, heißt es ja nicht, dass es nicht mehr passiert.
Aber gut, die. Ich weiß nicht, ob du vielleicht in deinem Bekanntenkreis jemanden hast, der da ein bisschen Ahnung von hat und der einfach mal Leitungen durchmessen könnte oder irgendwie sowas. Weil ich würde das prüfen lassen. Nicht, dass die da jetzt diese Spannung immer noch auf der Leitung drauf haben. Das ist ja hochgefährlich. Nein, zu spät. Scheiße. Fürs Ausweichen hätte es sogar noch gereicht. Ich kenne die zweite Phase noch nicht gut genug und dachte, da kommt kein Stich bei dem Schwung zur Seite. Aber er kann den Stich am Ende noch machen. Ach, Kacke, ey. Ja, also mittlerweile ist die erste Phase so ein. Ja, wenn ich nicht gerade super unaufmerksam bin, ein Spaziergang. Das war jetzt dumm. Ah, es geht. Nichts passiert. Sehr gut. Ah, wieder Ausdauer mal tanken. Ach, come on. Als ob er mich da zweimal hittet. Ja.
Bin nebenher auch so ein bisschen am Vorbereiten. Ich möchte dazu ein richtiges YouTube-Video machen, in dem ich ein bisschen durch die Phasen dieses Bosses gehe, die ich auch selber damit habe, und eine kleine Geschichte erzählen dazu, wie es mir dabei ergangen ist. Ich komme mittlerweile sogar mit der Styropor-Rückhand, mit dem Styropor-Schwert klar, das er zwischendurch hat. Ah, damit komme ich, dieser zweite Schlag, wenn ich den noch ausgewichen bekomme, das wäre super, weil dann könnte ich nämlich ein großes Schwert nehmen. Aber hier, der zweite Schlag, der trifft mich immer. Allem anderen kann ich irgendwie ausweichen. Außer sein Knie trifft mich natürlich. Aber da habe ich noch nicht raus, wie ich dem ausweichen kann. Vielleicht muss ich den Schlag nach hinten ausweichen und wenn dann der lange kommt, dann zur Seite ausweichen. Sollte ich mal probieren. Dann kann ich vielleicht irgendwann von diesem, vielleicht auf den Zweihänder wechseln. Weil ich glaube, dass ich mit dem Zweihänder wesentlich besser klarkommen würde hier bei dem jetzt langsam. Ich weiß nicht, so viel mehr Schaden macht der nicht, glaube ich. Wenn ich es richtig, ich habe es mal probiert gehabt und da dachte ich, okay, so einen großen Unterschied macht's gar nicht. Ja, da, der zweite Hit, der trifft mich immer. Ich versuche jetzt mehr auszuweichen. Da, der zweite. Oh, diesmal hat es geklappt vom Ding, aber dann hatte ich keine Ausdauer mehr, weil ich dreimal ausweichen musste. Ach, und sein Knie wieder. Das, an der Stelle trifft mich eigentlich nichts von ihm. Ich bin in der Rolle zur Seite und ich, keine Ahnung, irgendwo werde ich eingeklemmt zwischen irgendwelchen Hitboxen. Ich weiß es auch nicht. Man sieht, es sieht jedes Mal absolut rigged aus. Mit dem Zweihänder versucht, ihn zu blocken. Nee, das habe ich noch nicht probiert. Ob es vielleicht reicht, ne? Jetzt haben wir wieder die schwere Rolle. Müssen wir ein bisschen leichter werden. Dann brauche ich aber den Ring nicht, sondern dann nehmen wir den mit der Stärke. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn jetzt hier noch so schwer? Das ist aber doch eine, das ist doch die leichteste Rüstung. Ich muss ohne Handschuhe reingehen. Ich weiß nicht, warum ich auf einmal so schwer bin. Das war vorher nicht so. Egal. Egal. Ja, mal gucken. Vielleicht reicht's ja aus. Wenn ich ein bisschen Schaden bekomme, ist jetzt nicht so schlimm. Ich probiere es einfach mal.
Ich glaube, ich habe relativ viel Schaden machen können. Das war jetzt das Erste. Ich muss noch einen Versuch reingehen. Ich habe ja nicht versucht, so richtig zu blocken. Ich wollte jetzt eher Richtung Ausweichen gehen. Ich darf halt nicht zweimal hauen. Ich habe jetzt immer versucht, zweimal zu hauen mit dem Großschwert. Einmal reicht. Einmal reicht. Hier kann ich zweimal. Ich habe halt ein riesiges Ausdauerproblem. Ja, und da trifft mich halt dieser Schlag nach hinten, der lange. Oh Gott, bin ich immer noch in einer schweren Rolle? Lol, ich bin, glaube ich, noch in einer schweren Rolle. Kann das sein? Sah gerade aus, als wäre das eine schwere Rolle. Habe ich nicht aufgepasst? Nee, das ist eine leichte Rolle. Seltsam. Ja, ich darf nur einmal angreifen. Wenn ich es zweimal mache, ist doof. Ich darf halt nur einmal angreifen. Ich bin dann gierig gerade. Ich bin extrem gierig, weil ich mit dem anderen Schwert halt schnell zweimal zuschlagen konnte. Und das will ich replizieren. Das geht aber nicht. Also ich muss da im Kopf einfach ein bisschen umstellen. Ja, die Rolle sieht viel schwerer aus, als sie eigentlich ist. Ah, da dauert es zu lang, definitiv. Da dauert der Angriff zu lang. Da kann ich nicht angreifen. Also es ist eine komplette Umstellung, weil ich jetzt an anderen Punkten angreifen kann, an denen ich vorher angreifen konnte, weil der Schlag schneller durch ist. Ist ein bisschen eine Umstellung. Ich probiere es nochmal. Ah, die Hellebarde könnte ich auch noch probieren. Absolut, ja. Ich glaube, das hier darf ich nicht machen. Das hier darf ich so nicht machen, dass ich ihn da dreimal hau. No! Die Hellebarde. Ja, warum eigentlich nicht? Ich gehe mal mit der Hellebarde rein. Vielleicht ist die ein bisschen. Nee, das wollte ich nicht. Und die ist auch nicht so schwer wie dieses Schwert. Da kann ich ein bisschen. Da kann ich viel mehr Rüstung tragen. Geht sogar noch ein bisschen mehr. Weil die hat ja auch eine Skalierung, die Hellebarde.
glaube ich, mit, ja genau, mit Geschicklichkeit, was sehr gut ist. Ich habe mittlerweile sehr viel Geschicklichkeit. Meinst du, ich muss ihn so oft prügeln, dass die kaputt geht? Ah, falsch, ich hätte nach links rollen müssen. Ah, vor dem Angriff. Der hat da so eine ganz komische Reichweite. Mit dem linken Schwert, die ich einfach noch nicht raus habe, weil ich es noch nie machen musste. Ich habe immer das Schild dabei gehabt, bisher. Und das kleine, sein Zahnstocher ist einfach anders in dem Moment. Aber ich könnte ja auch so machen, ne? Das Schild ein bisschen benutzen. Wäre ärgerlich, wenn es daran. Ja, hapert, richtig. Ich muss eh erstmal klarkommen, immer mit der Ruhe. Ja, einhändig macht die halt echt wenig Schaden, die Hellebarde. Da kann ich auch, da bin ich besser mit dem Katana dran. Also das ist Quatsch. Die muss ich zweihändig nehmen. Und dann trifft mich hier wieder seltsames Zeug. Ach komm, ey, dieser dämliche Schwertschlag. Ah, der macht halt schon echt dick Schaden. Ich habe zu spät gesoffen. Ich krieg eine. Ich habe keine gekriegt. Ja, die Hellebarde macht schon echt gut Schaden. Ah, er trifft halt wieder. So seltsam. Oh Mann, ey. Ist halt jetzt ein ganz anderes Timing. Ich will anders ausweichen, als ich es gewohnt bin. Ich muss anders ausweichen, als ich es gewohnt bin. Aber die Hellebarde macht schon echt gut Schaden auch. Welches ist es denn? Das da. Eins habe ich. Naja. Ach komm, es kann doch nicht wahr sein, dass man eigentlich rechtzeitig aus. Eigentlich rechtzeitig ausweicht, aber dann. Ja, die Hellebarde würde mir halt in Phase 2 helfen, ne? Aber in Phase 1 muss ich mich jetzt echt umgewöhnen, weil in Phase 2 ist es gleich, also. Nur das Ultra-Großschwert, das dauert halt echt lang, ey. Also bis da ein Angriff durch ist und er das wieder auf der Schulter hat und bis alles so vorbei ist.
Warum haue ich zweimal zu? Warum? Und schon wieder zweimal zugehauen. Die macht aber genauso viel Schaden. Ah, nee, wenn ich hinter ihm bin. Wenn ich hinter ihm bin, macht die Hellebarde mehr Schaden als das Katana. Viel mehr Schaden. Ach, scheiße. Da habe ich es zu eilig gehabt mit dem zweiten Ausweichen. Ach, komm! Ja, das Großschwert, das passt doch mit der Ausdauer nicht, das stimmt. Aber jetzt war ich schon beinahe in Phase 2, ne? Also. Autsch. Dieser Minischwertangriff, ne? Kriege ich einfach nicht hin. Ach, und dass das trifft, ist auch so dumm. Ja, doch mal blocken. Ich darf einfach nicht so nah an ihn ran und immer nur drauf gehen, wenn er mit dem dicken Schwert was tut. Fuck off. Ah. Ey, Phase 2. Also mit der Hellebarde komme ich eher in Phase 2 als mit dem Ultra-Großschwert. Schade, ja. Wir probieren mal noch. Finde ich gerade aktuell eigentlich ganz angenehm, ist ein bisschen Abwechslung. Auch mal ausweichen. Der kleinen Attacke ausweichen. Thank you.
weiß jetzt nicht, wie viel Schaden mir hier der... der dritte Schlag gemacht hat. Welches Ausdauerproblem? Ich habe doch kein Ausdauerproblem. Wie kommst du denn da drauf? Hoppala. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich wollte zu viel. Ich wollte wieder zweimal hauen. Ich darf immer nur einmal hauen. Ey, also, sorry, aber ich brauche jetzt in dem Moment... ist Ausdauer jetzt nicht so das Problem, hätte ich gesagt. Also ich sehe jetzt da nicht so das größte Problem. Ich habe es im Blick und... ja, eins von diesen Kräutern schlucken, keine Ahnung, aber... ich weiß nicht, ob es das ist. Warum will ich ihn auch zweimal hauen? Ah, zu früh gesoffen. Boing. Ja. Diese Nummer, ne, dass da der eine immer trifft, der zweite Hit. Nee, also da habe ich jetzt keinen Unterschied gemerkt zu vorher, dass mich die Ausdauer da weniger belastet hätte. Ich habe genauso drauf geguckt und gewartet und... also, aber ist auch klar, wie gesagt, andere Waffe jetzt hier ausprobieren. Ich war mit Schild und Katana auf jeden Fall konsistenter in der zweiten Phase. Aber ich meine, selbst wenn ich mit dieser Hellebarde in die zweite Phase komme, gut, ich brauche weniger Treffer wahrscheinlich. Trotzdem ist mein größtes Problem ja einfach... dass er mir so viel Damage rausknüppelt in der zweiten Phase, dass ich gar nicht drauf reagieren kann. Ah, dass dieser zweite Hit mit dem kleinen Schwert immer durchgeht, ne? Das ist doch ganz normal. Also nee, es hängt von seiner Haltung ab, glaube ich. Nicht von seinem... nicht, dass ich von hinten mehr Schaden mache, sondern... da ist irgendwas an seiner Haltung, wenn er... weil jetzt habe ich von vorne ja auch so viel Schaden gemacht. Und jetzt habe ich von hinten weniger Schaden gemacht. Also es ist irgendwas an seiner Haltung.
Ich habe hier unten ja auch noch ein anderes Leuchtfeuer entdeckt, im Eisenkorridor oder wie das heißt. Aber das war noch wilder. Da will ich nicht langlaufen. Ich will Dark Souls 2 fertig spielen und nicht jede Ecke erkunden. Und zum Fertigspielen hoffe ich, dass das hier nötig ist. Wenn das hier irgendeine optionale Kacke ist, durch die ich mich hier gerade durchquäl. Prost Mahlzeit, ey. Ja, ist ja gut, Mensch. Ich weiß, dass dein Zahnstocher eine gigantische Reichweite hat. Brauchst du mir nicht jedes Mal reindrücken, tot. Aber ob er optional ist, auf die Frage. Ey, wie gesagt, jedes bisschen Hilfestellung, das aus dem Chat kommt oder so, ne? Oder auch in den Kommentaren. Ihr steuert damit das Erlebnis, das ihr auch auf YouTube oder auf Twitch mit mir habt. Ihr steuert dieses Erlebnis. Wenn ihr meint, dass ich das wissen muss, kann ich nichts dagegen machen. Aber eigentlich will ich es ja ohne Hilfen und ohne Infos durchspielen. Und das ist auch immer noch meine Intention. Wie viel ihr dann da raushaut auf YouTube und Twitch, ist absolut euch überlassen. Und wie gesagt, mir ist es auch absolut klar, dass sowas nicht ohne funktioniert, aber haltet euch möglichst zurück mit irgendwelchen Infos und Hilfen. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Und in der nächsten Folge, weiß ich nicht, vielleicht gucke ich mich auch am Anfang erstmal nochmal ein bisschen um und probiere es dann nochmal. Bis dann, tschüss.